herzlich willkommen zu Let's Demo. Es ist Wochenende, wir haben eine neue Demo-Version ausgepackt, und zwar Torchlight 2. Wollte ich eigentlich schon ziemlich lange Let's Demonen, scheiß drauf, irgendwie so. Wollte ich eigentlich machen, aber jetzt hat mir in den letzten paar Tagen der gute Joy Cody geschrieben, hier, mach Torchlight 2. Habe ich mir gedacht, gut, wollte ich selber machen. Jetzt muss ich auch noch Werbung für ihn machen. Nur Pech gehabt. Ich jetzt. Und da ist mein Bildschirm ein bisschen dreckig. So, wir starten eine neue Partie. Joa, was haben wir denn da Schönes? Wir haben den Glutstein-Magier. Natürlich nehmen wir einen Mann. So. Wir haben einen Glutsteinmagier. Er ist ausgebildet in den arkanen Künsten. Greifen Glutsteinmagier auf eine Fülle von Elementarzaubern mit verheerender Wirkung zurück. Dann haben wir noch den Berserker. Die brutalen und flinken Berserker. Ja, komm jetzt. Jaha. Ist gut jetzt. Die brutalen und flinken Berserker verbessern ihre tödlichen Kampfkünste mit Hilfe von mächtiger Tiermagie. Wir haben den Ingenieur. Ausgestattet mit Glutsteinwaffen und Rüstungen sorgen Ingenieure für Ordnung in den Grenzlanden. Und wir haben den Vagan. Ja. Durch ihre Vertrautheit mit arkanen Künsten und uralten Pakten beherrschen Vaganten Feuerwaffen und Magie gleichermaßen geschickt. Also eine Mischung zwischen Feuerwaffen und Magie. Ich glaube... Eigentlich bin ich immer auf der Seite der Magier, auch wenn der jetzt nicht ganz mein Geschmack ist. Vielleicht kann man den nur ein bisschen verändern hier. Ah, weiß ich nicht. So vielleicht. Ein bisschen andere Frisur. Kannst dich drehen auch. Kollege, komm mal her hier. Ja komm, nehmen wir einfach das. Und Haarfarbe... Ja komm, gut. So. Name des Charakters machen wir hier ganz schnell. Olivius. Gehen wir weiter. Und dann können wir den Begleiter auswählen. Ihr kommt mir jetzt ein bisschen vor, wie wenn ich das Spiel schon gespielt hätte. Habe ich auch. Und zwar um die Grafikoptionen einzustellen. Sonst nichts. So. Was nehmen wir? Gibt's da noch... Nehmen wir mal Wölfchen. So, hier schön. So ein schwarzes Wölfchen. Und den nennen wir Floppy. Ja, Floppy. Ja, meinst du lieb. So. Das war's dann. Los geht's. Hardcore-Modus natürlich. Fürs erstmalige Spielen eignet sich der Modus normal am besten. Er bietet Herausforderungen, bla bla bla. Ja komm, so viel werden wir eh nicht spielen. Eine Stunde. Einzelspieler. Und dann laden wir das Ganze mal. Und lauschen der Musik. Ziemlich gute Musik eigentlich. Gefällt mir recht gut. Torchlight 1 habe ich. Unter Torchlight wuchs die Finsternis. Drei Helden stellten sich der Bestie namens Ordrak. Runic Games. Doch sein schwarzes Herz überlebte Ordraks Tod. Und es schlägt weiter. Yeah.
wenn Helden fallen und die Hoffnung schwindet, werden neue Helden geboren. Torchlight 2. Und da sind wir auch schon mitten im Spiel. Es pisst wie Sau. Genau so wollten wir es haben. Und das ist hier ein bisschen laut, der Regen. Kann ich den mal... Bist du ja Regen? Sei mal leise. So. Gut. Herzlich willkommen in der Welt von Torchlight 2, meine Freunde. Und ja, was ich vor dem Intro sagen wollte, ich habe Torchlight 1 bei mir im Schrank stehen. Also, wenn euch das Spiel gefällt, Torchlight 2, können wir gern ein Torchlight 1 LP machen. Ich muss mir es natürlich erstmal selbst anschauen. Und dann können wir ja gucken, wie das so ist. Na? So. Jetzt müssen wir aber auf jeden Fall erstmal dahin zum Herrn Zerstörer. So, für mich ist hier Ende. Ihr müsst weiter zur Enklave der Esterianer. Aber von jetzt an seid ihr auf euch gestellt. Sagt ihnen, dass der Alchemist Torchlight zerstört hat. Und warnt sie, denn er ist auf dem Weg zu ihnen. Wenn er nicht schon dort ist. Natürlich werden wir das machen. Ihr habt eine Quest bekommen. Oh, danke, liebe Erzählerstimme. Warnt die Esterianer. Zur Enklave der Esterianer gehen und mit dem Großregenten sprechen. Das ist auch sehr groß, dass man das immer schön lesen kann. Ne? Was ist denn mit dir? Der Alchemist wird hierher kommen. Und dann werden wir ihn gebührend empfangen. Aber jemand muss die Esterianer warnen. Geht über den Pass zu... Gut, ich gehe über... Ich gehe ja schon. Sehr gut. Ist da der Pass? Akt 1. Die Spur des Alchemisten. Beschaulich untermalt von wässrigen Klängen des Regens. Ah! Oh! So, komm mal ran. Habe ich euch alle umgeschnetzelt, wa? Ah, guck mal, da oben sind wir welche. Komm her! Ruhe! So. Verdammt nochmal. Stangenwaffe oder Totschläger? Nehmen wir mal die Stangenwaffe. Ich habe sowieso keine Ahnung. Komme ich irgendwie... Oh, gut, mit I komme ich also ins Inventar. Wer hätte es gedacht? 30 Schaden pro Sekunde. Bla bla bla, körperlicher Schaden. Kann ich das ausrüsten? Ja, kann ich. Gut. Dann haben wir jetzt eine Stangenwaffe. Achso, da liegt ja noch 6 Gold. Nehmen wir mit. Den auch. Gut. Habe ich irgendwelche Skills? Magma-Speer? Wie kann ich die Skill aktivieren? Ich habe keine Ahnung. Okay, mit Rechtsklick. So, mit Rechtsklick kann ich also Skills aktivieren. Auch schön. Dass mir das hier niemand erklärt. Ich bin komplett auf mich allein gestellt. Mit meiner Fallaxt. Oh, verdammt. Na, Freunde? Ihr seid eine Stufe aufgestiegen. Danke. Klickt auf Stufenanstieg auf der linken Seite des Bildschirms, um eure neuen Kenntnisse zu verteilen. Stufenanstieg? Ah ja. Ja, gut. Geschick erhöht Chance auf kritische Treffer. Fokus erhöht Mana und Elementarschäden. Vitalität erhöht Gesundheit. Und Stärke erhöht Waffenschaden. Wie viele Punkte haben wir jetzt zu vergeben? 5. Ja, dann würde ich mal sagen, nehmen wir 2 auf Fokus, 2 auf Vitalität, 1 auf Schaden. Das dürfte eigentlich ganz schön ausgewogen sein für einen Magier. Und da gibt's noch Gold. Ganz viel Gold. So, du auch. Gut, die wären weg. Gucken wir mal darüber. Jetzt kommt wieder so ein komischer Tiger. Geht's weg.
ist natürlich Diabolo sehr ähnlich. Torchlight. Und oh, guck mal. Dass ich auch die ganze Zeit pissen muss, ey. Komm. Geh mal weg. Ah, jetzt habe ich den da drüber geschossen. Das ist aber nicht weg. So. Gibt's da noch was? Einfach mal gucken. Warte. Kann ich da rein? Hallo. Ich schieße einfach mal. Na gut. Gibt's anscheinend nix. Dann gehen wir wieder. Ein Fels. Ah ja, doch. Halt die Schnauze. Großkeule. Nimm mit. Ich muss da runter. Da komme ich aber. Da komm ich. Siehst du. Oh, guck mal, Heiltrank. Ah ja, auf 1 mache ich anscheinend Heiltrank. Das ist ja ganz schön. Aua! Was ist denn das jetzt? Komm, geh weg. Meine Güte. Muss ich immer so aggressiv sein? Hoppla. Der ist ja schon tot. Da komm mal ran hier. Ah, nimm Gold mit. Du Kleiner. Du auch. Sehr gut. Schießen wir einfach gegen den Felsen, das hier. Alter, der hat mich verbrannt. Guckt euch das doch mal. Komm, bei Fuß, Wolfi. Ah. Was ist eigentlich los mit den allen da? Die sind immer so aggressiv auf mich. Was hast du eigentlich für Probleme? Hätte ich einmal durch den Felsen, du Alter. Alter Kack-Kobold hier. Komm, mach Platz für den Chief. Gold nimmst du mit. Wenn das dafür eine Feuerfestung. Ah, Skelette. Hilfe. So, Wolfi. Ich werf mal einen Heiltrank ein. Oh. Ihr seid fachkundiger geworden. Was? Ihr habt einen sockelbaren Gegenstand gefunden. Durch das Sockeln von Gegenständen werden eure Waffen und Rüstungen mit neuen magischen Fähigkeiten ausgestattet. Wenn ihr einen Gegenstand mit Sockel findet, könnt ihr Edelsteine einfach auf den Gegenstand ablegen. Sehr gut. Natürlich habe ich keine Ahnung, was das heißen soll. Hier ein bisschen kritische Treffer drauf. Magieschaden natürlich. Und wieder Stärke. Begleiter. Floppy. Na, Floppy, was läuft? So. Ich habe einen sockelbaren Gegenstand. Das ist jetzt ein Funkglutensteinkorn und da werde ich angerufen. Einen Moment, ich bin gleich wieder zurück. Ja, da bin ich wieder. Hab fertig telefoniert. Ja. Und jetzt geht's einfach mal weiter. Genau, ich wollte. Was mache ich da eigentlich? Ich wollte ins Inventar den komischen Edelstein da. Legt Glutstein in Waffen und Rüstung mit leeren Sockel, um in den Genuss ihrer Fähigkeit zu kommen. Ja, keine Ahnung. Mache ich das so? Hat die einen Sockel? Ich habe keine Ahnung. Wie mache ich das? Hilfe! Verbrauch, Zauberspruch, Fähigkeiten. Ach so, Fähigkeiten kann ich auch. Ja gut, dann machen wir den einfach mal. So. Gut, habe jetzt keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber wir gehen da einfach mal weiter. Gucken wir zwei Heiltränke. Hier brennt ein bisschen. Naja, ist ja nicht schlimm. Hier auch. Da wird einem richtig warm ums Herz. Komm, gib mal ran. Bisschen Gold. So, du gehst weg hier. Das kann ich auch zerstören. Ist ja toll. Guck mal, da sind wieder so komische Ratten. Pion, pion, pion. Pion. Also, wie gesagt, ne? Torchlight 1 habe ich auf der Platte. Wenn euch die Demo von Torchlight 2 gefällt, können wir gerne Torchlight 1 Let's Play. Habe ich nichts dagegen. Mir gefällt es bis jetzt recht gut.
sehr niedriges Angriffstempo. 1,5 Sekunden, dafür körperlicher Schaden, Ofe Fresskeule. Ne? Weiß ich noch nicht, was ich da nehme. So, erstmal hier rum, da ist nichts mehr. Dann kommen wir ran. Identifizierungsrolle. Ah ja. Ich glaube, das sind meine Freunde, ob diese Bezwingerwachen. Wer seid ihr und was wünscht ihr? Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich dachte, die Radlinge wären mein Ende. Ja, habe ich. So, Belohnungen auswählen. Was haben wir da? Leichte Hose. Hat einen leeren Sockel, okay. Ja, dann will ich mal sagen, erhöht Feuerschaden, das ist natürlich auch ganz gut. Greift schneller an. Komm, nehmen wir einfach mal den Stab. So. Aber nicht, doch nicht auf den da. Ich hab geglaubt, das geht einfach so. So. Ich brauche irgendwas mit dem Sockel. Habe ich nicht irgendwas mit dem Sockel hier? Der Hammer da hat zwei Söckel, der Totschläger. Was habe ich da? Rüstung und Waffe Elektrizitätsschaden. Kann ich mir eine Hand aussuchen? Ja, dann nehme ich mal die rechte. Komm, dann kann ich ja das da drauf geben. Kann ich das da drauf geben? Und dann haben wir es schon. Feuerschaden, Elektrizitätsschaden. Zu Sekundärwaffe, okay. Dann nehme ich natürlich jetzt den Feuerstab als Sekundärwaffe. Nur möchte ich jetzt gerne wissen, wie man zwischen... Okay, mit W. W für Wechsel, alles klar. Das heißt, jetzt habe ich den Hammer, jetzt habe ich den Stab, Hammer, Stab. Gut. Hätten wir das auch? Gehen wir einfach mal weiter. Ja, das hat ihm gegeben. Kurzlaufkarabiner erfordert Stufe 6, okay. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen sparen. Dann können wir uns mit dem Karabiner ausrüsten. Bisschen Gold holen. Ich weiß nicht, warum ich die Dinger da zerstöre, wahrscheinlich. Weil ich cool bin. Und weil ich glaube, cool zu sein. Wohl neu hier, was? Ja, ja. Kommt das auch? Und da geht's weiter. Also bis jetzt gefällt es mir ziemlich gut. Steuerung gedrückt halten, Ziel markiert, keine Ahnung. Wohl neu hier, was? Die haben wir erst zum Urquelltempel gegangen. Gerade der angekommen. Zum Urquelltempel gegangen. Ganz schön nett hier. Danke für die Warnung, aber sie kommt zu spät. Dieser Alchemist war bereits hier und ist wieder fort. Und ich konnte ihn mit Mühe und Not davon abhalten, in die Enklave einzudringen. Trotzdem wurden dabei viele Esterianer verwundet. Und inzwischen sind ein paar weitere krank geworden. Wir wissen nicht genau, was die Krankheit verursacht. Nach seinem missglückten Angriff hier zog der Alchemist weiter nach Süden, in die Tempelsteppe. Kurze Zeit später trafen Kommandeurin Vale und ihre Truppen ein und verfolgten ihn in der Hoffnung, weiteren Schaden abzuwenden. Ja. Ich könnte natürlich jetzt so einen Stab hier nehmen. Kann ich wechseln? Kann ich. Den kann ich sockeln. Aber der hat mehr Schaden. Aber ich glaube, ich nehme trotzdem den mit Sockel. Kommandeurin Vale glaubt, der Alchemist könnte den Urquelltempel angreifen, um dort an die Wächterin des Wassers heranzukommen. Was er Niederträchtiges mit ihr vorhat, kann ich nur vermuten. Weder von Vale noch von der Wächterin habe ich etwas gehört. Seht euch im Urquelltempel um und findet heraus, ob die Wächterin des Wassers in Gefahr ist. Natürlich werde ich das. Ihr habt eine neue Quest. Dankeschön. Ohne dich wäre ich verloren. Boah. Geht mir so auf die Nerven. Kann ich das wieder entsockeln? Ich tippe mal auf Nein. Kann ich den Zauberstab anlegen? Nö, bin noch zu schlecht. Okay. Dann warten wir einfach noch ein bisschen. Gemischt Warnhändler. Na, mein Freund, was geht ab?
Ich will doch nicht angeln. Hast du auch Waffen? Seid mir willkommen. Nein. Oh, du hast Rüstungen. Ein Eispanzer, 3 Elektropanzer. Das gibt aber 17 Körperpanzer. Ich glaube, den hole ich mir. Ein Halsband, okay. Halsband. Das ist ein Gürtel. Wo sind hier Moment. Ist das vielleicht für die? Genau, ein Halsband für Floppy. Oh, da wird er sich aber freuen. Da ist ein Lager. Alter, jetzt werde ich hier schon wieder angerufen. Das ist ja schlimm. Bin gleich wieder zurück. Alter, was heute wieder los ist hier. Wäre ich pausenlos angerufen, mitten im Let's Play. Jetzt wollte ich den umbringen, den Armen. Grüße! Grüße, mein Sohn. Was hast du denn? Ein ganzer Haufen Inventar. Fäustlinge. Verzaubert mit Gesundheit. Na, die nehmen wir doch. Zack, gleich mal angelegt. Eine neue Hose haben wir eh noch nicht. Aber komm, wir wollen jetzt... Obwohl so ein Schild... Ne, ist ein Körper. Ah, scheiß drauf. So. Ich sollte nicht immer so viel... Braucht ihr etwas? Nein, ich will das doch nicht. Ich kann... Achso, ich... Oh, da kann ich ja noch weitere Zauber... Nein, da... Mein Gott, ey. Ich muss mich noch mit der Steuerung vertraut machen. Jetzt aber erstmal weiter mit der Quest. Gerade angekommen? Falls ihr auf dem Weg zur Tempelsteppe seid, könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Die Sturmbeoren haben dort eine provisorische Schmiede eingerichtet und 2 Schmiede stellen Rüstungen für wilde Kriegsbestien her, die sie gefangen haben. Wie es scheint, arbeiten die Sturmbeoren nach Plänen, die fest unter Verschluss gehalten werden. Meint ihr, ihr kämt dort hinein und könntet die Rüstungszeichen besorgen? Natürlich. Ihr habt eine neue Quest. Danke. So, zur Tempelsteppe. Also bis jetzt gefällt mir das Spiel ziemlich gut. Ist aber noch etwas eintönig, weil ich nur einen Skill habe. Aber ist schon nicht schlecht, ja? Mal schauen, wie das weiter verläuft. Und ja, wenn ihr wollt, können wir ja Let's Playen. Also, Teil 1. Natürlich. Ich bin Arzt, lass mich durch. So, das nehmen wir alles mit. Gold, Gold. Geld, 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 Geld. Die Welt. Alter, was ist mit dir los? Ich habe wenig Mana. Du hast wenig Mana? Na gut. Dann regeneriere mal ein bisschen. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, hi. So. Den haben wir zerschmettert. Kann ich da raufschießen? Natürlich nicht, aber er kann runterschießen. Was für eine Pussy. Komm mal ran jetzt. Schon wieder so böse Leute hier überall. Oh, da steht ja einer. Hoppla. Ah, da ist irgendeine Questperson, aber. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ja. Alter. Kommt nicht aus seinem Blut noch einer? Ist ja schrecklich. Vielleicht ein Heiltrank? Ja, das wäre es jetzt vielleicht. Los, Floppy. Mach mal inne. Bam, bam. Und. Bam, Junge. Bam, bam, bam. Und du auch noch. So mag ich das. Komm, ihr da oben, lasst mich in Ruhe. Ich habe nichts getan. So. Erstmal überlegen.
Puh. Ihr entfacht ein Feuerwerk aus 5 Blitzen, die Gegner in der Nähe verletzen. Aus 5 Eislatzen, auch Querschläger treffen können auf eure Gegner und verlangsamen sie. Ja komm, machen wir mal Eiszauber. Und dann noch hier ein bisschen. So, natürlich Fokus erhöhen. Ein Leben. Und 2x auf der Stärke drauf. Genau. So, das machen wir zu. Und wie kann ich jetzt hier eine andere... Genau. Gegenstand oder... Was? Gegenstand oder Fähigkeit zuweisen? Das war Feuer. Okay, wir machen das jetzt einfach so mit dem Zauberstab Feuer und mit dem Hammer Eis. Alles klar. So, gib mal her. Ja, gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Da bleiben wir lieber beim alten Freund Feuer. Der hat dann doch einiges mehr an Power drauf. Aber im großen Gemetzel, scheiße, ich habe keinen Mana. Aber im großen Gemetzel ist dann wahrscheinlich doch von Vorteil, aua, wenn man einen Eiszauber hat, wie zum Beispiel jetzt. Genau. Ja, natürlich treffe ich da oben nicht hin. Komm heran, Floppy. Wir haben keine Zeit für solche Spielverderber. Da sind schon wieder welche. Mein Gott. Aua. Floppy, pass auf. Was ist los mit euch? Seid ihr immer so aggressiv hier? Komm, geh mal her. Ringhose. Was habe ich jetzt wieder alles eingesammelt? Zauber entfernen, ich hab keinen Zauber. Achso, das wird alles angelegt. Auch gut. Ja, dann will man sagen, weiter geht's. Da sind schon alle weg. Ein Mana-Schrein ist aber nett. Gut, dass ich bei einem Mana-Schrein jetzt Mana auffüllen kann. Alter, spawn nicht hinter mir. Fass. Da noch ein Fass. Ein Heiltrank. So, den haben wir zerschmettert. Da hinten ist noch ein Fass. Mana-Trank, sehr gut. Irgendein Rauschgefäß. Na du, was läuft? Oh. Steht da schon wieder einer. Hört ihr mal auf zu spawnen, ihr bösen, monströsen Herren. Das da ist schuld an allem. Nee, keine Ahnung. Ich mag's gern zerstörerisch. Alter, jetzt ist die Truhe auch schon böse. Na, wenigstens war was drin. Ne Floppy. So, mal weg. Einfach alle umschnetzeln. So, Leute. Noch Fragen? Außer du jetzt. So. Den hätten wir weg. Dann erstmal hier drauf. Na, ihr? Habt ihr Bock? So. Hab ich doch gewusst. Nein. Gut, dass ihr es geschafft habt. Nein, einen Moment, da will ich noch nicht hin. Da unten gibt's noch böse Herren. Und ich mag böse Herren nicht in deiner Nähe. Deshalb
Warum lebst denn du noch? Mach Abgang. Die beleben sich dann einfach wieder. Solche bösen Menschen. Und warum habe ich jetzt wieder kein Feuer? So. So, du gehst mal weg. Ah, Hilfe, Geister. Ich habe wenig Mana. Mach den Geist kaputt. Da oben ist noch einer. Den hole ich mir. Komm, Floppy. Alter, geht's weg. Bei Fuß, Floppy. Den holen wir uns. Der glaubt, der kommt uns ungeschoren davon. Dieser blöde Mana-Geist. Da ist er. Na, was guckst du? So. Es ist da unten natürlich eine Truhe. Oh Gott, erstmal ein Lebenstrank. So, komm, Floppy. Jetzt holen wir uns noch die Truhe. Oh, Mana-Trank, jawohl. Was passiert denn da jetzt? Vergiftet? Oh, scheiße. Hihi. War ich wieder neugierig. So, und weiter geht's. Zur Tempelstelle. Genau, da muss ich hin. Ladebildschirm! Ladebildschirm! So ein schöner Ladebildschirm! Ladebildschirm! Du-di-du. Ladebildschirm! Schübidi-di-du-ba. Jetzt hat's geklingelt! Ein Moment! So, da bin ich wieder. Ich werde hier gleich einen, wie heißt das? Einen Unterbrechungscounter reinmachen, glaube ich. Weil das Portal da. Hallo, Portal. Nein, ich will mich nicht portalisieren. Ah Gott. Da kriege ich wieder. Da kriege ich wieder Dicke, wa? Alter. Das ist gut für dich, dass du kein Mana hast. Floppy, geht's dir gut? Ich glaube schon. Soll ich warten? Ich warte einfach mal. Ich habe nicht so viel Mana-Tränke, dass ich mich jetzt hier reinweise einwerfen kann. Oh Gott. Hilfe! Los, Floppy, tu was! Ah ja. Oh ja. Ist da was drin? Verdammt. So, komm. Erfahrungspunkte. Los. Komm, Floppy. Erstmal Stufenanstieg. So. Rüstung. Schaden. Und Geschwindigkeit. Hier Fähigkeiten. So. Alles klar. Weiter geht's. Runenrufer? Das mache ich aber nicht gut. Nein. Bretter und ein Felsen. Da ist noch ein Gift drin. Leichte Kappe. Die ist verzaubert mit dem leeren Sockel auch noch. Wo ist denn der Giftring? Oh, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen, wollte mich kratzen, hat nicht funktioniert. Ein Bogen. Kann ich ja mal ausprobieren hier statt dem Totschläger? Gehe ich mir einen Bogen? Okay, beides geht nicht. Gut, Zauberstab und Bogen haben wir jetzt. Wo ist denn der Giftring? Man hat mir Giftringe versprochen. Naja, kann man nichts machen. So, jetzt habe ich einen Bogen. Okay, das war kein Bogen. Das war eher so ein Eiszauber. Aber erstmal darauf. Jawohl. So, dann bleibe ich mal auf dem Zauberstab. Und
falls mir irgendjemand was Böses will, greife ich einfach zum Bogen wie jetzt und schieße den kurz und klein. Genau so. Und wieder zurück auf den Stab. Na du? Oh. Komm, pack ich den Stab aus. Komm, pack ich den Zauberstab aus, wollen sie alle zu mir. Das kennt man doch. Alter, du rennst komplett falsch dazu. Ja. Ich habe nicht genug Mana. Gott, nein. Nein! Ist der tot? Auch egal. Komm her. Felsen. Verdammt, wieder nichts drin. Ja, ihr kleinen süßen Kätzchen. Oh, guck mal, da liegt noch was. Bretter. Mit Mana-Trank. Gott sei mir gnädig. Bretter und ein Mana-Trank. Das Spiel gefällt mir richtig gut. Also, ich bleibe jetzt auch dabei. Ich werde meine Meinung nicht mehr ändern. Ist ziemlich cool. Ja, wie gesagt, Torchlight 1, wenn ihr wollt, schreibt mir in die Kommentare, dann machen wir Let's Play. Ne? Muss ja auch die Zuschauer ein bisschen einbringen. Kann nicht immer alles allein machen. So. Bisschen vereist. Die alten. Oh, da gibt's wieder. Das Floppy! Hat mir nichts getan. So, einmal durch hier. So. Jetzt ist wieder Ruhe. Und eine Tür. Oh Gott, Gold, Gold, Gold. Das nehmen wir alles mit. So. Gegenstand muss vor Benutzung identifiziert werden. Das machen wir doch glatt. Wo haben wir denn die Rolle? Rolle! Hallo? Da ist die Rolle. Gelber, mystischer, irgendwas drin. Legen wir an. So. Dann haben wir hier die Stoffschultern der Gesundheit. Die sind natürlich besser. Und ein Kundschaftergewehr. Ich glaube, das nehmen wir jetzt einfach mal. Statt dem Bogen. Haben wir jetzt so ein Gewehr. Genau. Ah, die Geschrotze. Dann muss ich hier aber den Zauber ändern. Und dann nehme ich hier Eis. Genau. So. Ah, jetzt habe ich eine Schrotze. Was sagst du jetzt? Pagode erschafft Gold. Da ist noch ein Felsen. Der Felsen erschafft Gold. Giftpanzer und Giftschaden kann ich verankern auf eine Waffe. Habe ich jetzt leider keine zu verankernde Waffe da. Na gut, dann muss ich eben warten. Brett. Nichts. Felsen. Nichts. Guck mal, Brett. Nichts. Ah, komm mal ran. Mit der Schrotze. Ah, hier. Bam. Bam. Oh. Braucht man na, habt ihr noch Fragen? Beschwerden? Na, bist du wieder geil, wa?
Da wird Floppy richtig angerufen. Dem habe ich gegeben. Der hat mich nicht mal bemerkt. Einmal auf die Urne. Nochmal. Pagode. Erzeugt Gold, wissen wir schon. Da liegt eine Schrotze. Oh ja. Die kann man sogar sockeln, die Schrotze. Nehmen wir gleich mit. Rückstoßresistenz können wir da reingeben. Und auf die Schrotze machen wir mal Giftschaden. Das dürfte ganz akkurat sein. So eine Schrotze mit Giftschaden zusätzlich. Schrotzen auch weg. Sehr gut. Da oben ist noch eine Uhr. Ne? Machen wir. Sehr gut. Gibt's hier eigentlich auch eine Map? Sehr gut. Gibt eine Map. Ich muss also da rüber. Mach die Map weg. Oh, seit ich die Schrotflinte habe, geht's hier ab. Mein lieber Schwan. Irgendwelche Probleme. Komm, Floppy, die lassen wir mal in Ruhe. Die haben uns eh nicht lieb. Komm, lass das. Wir gehen lieber da. Oh, da war eine Falle. Wollen wir den in die Falle locken? Komm! Ja, komm! Leider nicht. Okay, dann müssen wir so. Einmal in die Falle. Zack. Ziemlich schlechte Fallen. Guck mal, noch eine. Aufpassen, dass Floppy da nicht. Oh Gott. Komm, Floppy. Komm, wir gehen. Ich habe wenig Mann. So. Lebt der immer noch. Machen wir einen Abgang. Ah ja. Ihr seid erfahrener. Den habe ich abgeschossen. Hier. Alter Kommandant. Guck mal, Urne. Guck mal, noch eine. So. Puh. Erstmal Waffenschaden. Magieschaden. Vitalität. So, dann können wir hier das Feuer verbessern. Wieder mal auf die Map. Ich muss aber noch darüber. Warte, Felsen. Schade. Ja. Ist ja wie Cabela's Dangerous Hunt 2013. Ganze Zeit mit der Schrotze. Gnaden. Zugang zum Urquelltempel entdeckt. Ja, komm, friss das Eis. Einmal mit der Schrotze drauf. Der alte sagt nichts mehr. Ich muss ihn noch Floppy retten. So.
Was hast du eigentlich für Probleme? Ich hab dir gar nicht angegriffen. Ich weiß, die Fee ist süß, aber sie hat einen goldenen Schlüssel. In den Schlüssel ist eine Truhe eingeritzt, was? Wie kann man in den Schlüssel eine Truhe einritzen? Nur Quelltempel. Wollen wir da rein oder machen wir die Nebenquest? Der Urquelltempel ist nämlich für Stufe 10 und das sind wir noch nicht. Also machen wir lieber die Nebenquest. Na, das ist ja ganz toll. Ziemlich laut war alles, ne? Und dann schauen wir, dass ich das nachher mache, diese abmischen. Sonst versteht man mich ja gar nicht. Hör auf, mich zu vergiften, oder was auch immer du da tust. Komm, Floppy. Die wollen uns Böses. Wir müssen doch da irgendwie raufkommen. Das ist mein Heiltrank. Erstmal zu Penny. Jetzt kommt die rauf. Da. Bam, Junge. Oh, sind schon tot. Oh, sind schon tot. Ja? Einmal mit der Schnauze drauf. Bam. Du kannst doch jetzt nicht angeln. Der ist da fertig und der ist am Angeln. Nicht ausreichend. Nicht genug Mana. Ja, ist ja gut. Mittlerweile habe ich es auch verstanden. Na du? Mana nicht ausreichend. Ist ja gut jetzt. Gibt es eher. Skelette aus den Uhren. Da einmal was Nützliches aufgehört. Na, du Kriegsführer. Mana-Trank. So, sehr gut. Einmal Gold in der Urne. Wow. So, jetzt aber. Giftzauberstab. Giftzauberstab. Macht Eisschaden. Nehmen wir mit. Obwohl. Nö. Was haben wir da? Ein schweres Schwert. Okay, mit Rechtsklick kann ich also anlegen. Dass mir das jetzt wer sagt. Komm, da angeln wir nochmal. Oh. Naja, immerhin Giftstab. Der macht Eisschaden. Das ist ja ganz gut, wenn wir uns den Eiszauber da drauf belassen. Na? Toll. Na, aber toll. Erstmal durcheisen, die Alten.
euch los? Ich habe euch doch schon einmal gesagt, dass ich das los. Kommt jetzt noch einer. Naja, aber ein Geisterwolf. Oh. Okay. Jetzt habe ich den Geisterwolf getötet und bin in sein Reich eingedrungen. Erstmal ein Knoppers. So. Ich glaube, die sind böse. Ich glaube, ich lege mich mit denen an. Wen soll ich vergiften? Die Spinnennester? Oh Gott. Okay, ich glaube, das bringt so nichts. Ich muss da jetzt einfach vorgehen. Hol mir da so eine Flasche mit Gift und werf die da rein. Ah Gott, jetzt sind die ganzen Viecher hier. Jetzt hab ich keinen Mana. Komm, ich brauch doch das Gift. Leute. Mana nicht aus. Ja, ist ja gut. Lasst mich durch. Komm, hau rein. Ein bisschen abgerückt von mir. Jetzt kann ich da eine Giftflasche reinwerfen. Mit der Trotze gehen die weg, die kleinen Bestie. Komm, geh mal her. Eine Brut weniger. Alter, ich muss doch da das Gift reingeben. So. Eins haben wir, zwei haben wir noch, okay. Ah, das geht ja. Stimme. Komm, halt's schaffen. Flasche. Zurück da rein. So, jetzt haben wir eigentlich schon gewonnen. Alter, was wird denn das jetzt? Habt ihr irgendwelche Probleme? So. Oh, guck mal an. Guck mal an hier. Und eine goldene Truhe. Mehr kann ich nicht tragen. Mehr kann ich nicht tragen. Komm, das weg, das weg. Flammenblutkorn, das wollte ich haben. Nochmal Feuerschaden auf die Schrotze, sagst du? So, Portal zur Oberfläche. Lass mir die ganze Scheiße einfach hier unten vergammeln. Ja, hallo Oberfläche. Geht's da weiter?
ist erstmal Ruhe. Hagelsturm. Komm, nehmen wir mal Hagelsturm. Nur weiß ich nicht, wie ich die zweite Fähigkeit hier einsetzen kann. Das war einmal kein Hagelsturm. Schießt nicht. Steuerung machen. Und Alt auf. Keine Ahnung. So. Auf jeden Fall mal den Alt-Spieler ballern. Weil der geht mir auf die Nerven. Ja, das war's. Das war ein Argument. So, erstmal seine Rüstung demolieren. Und dann hier von der zweiten und die Rüstung. Und dann ein paar Strotze. Okay, einmal hat gereicht. Ja. Okay. Ich bin wieder in Lager. Ah, was ist denn mit dir los? Ich hab eine Uhr, ne? Das ist nicht gut, dass der Uhr ist, so ein Idiot. Ist gut für Urnen, dann nehme ich nämlich immer gleich drei mit, wenn sie denn nah genug beieinander stehen. Na du? Die Bestienbauer entdeckt? Oh, was wollt ihr alle? Aua. Ich geh etwa meinen Block. Ich habe wenig Mana. Du hast nicht wenig Mana. Den Trank reingeworfen. Sei froh darüber. Das war Probleme. Wir haben eine Schrotze, Leute. So. Meine Aufnahmezeit. Oh Gott, jetzt bin ich verlangsamt. Neigt sich eh schon dem Ende zu. Deshalb mache ich einfach mal Dungeon oder keine Ahnung, wie ich das nennen soll, fertig. Und ja. Ah. Oh Gott. So, der ist weg. Ah, das war der falsche. Kommst du auch? Ist ja schön. Oh Gott. Gut, der ist weg. Kann ich die irgendwie umgehen? Nee, da kommen nur andere. Gott. Okay, dann gehe ich einfach durch die Mitte. Wieder wer Probleme. So. Heiltrank, Heiltrank. Bam. Na, was ist denn mit dir wieder? Was guckst du so komisch? Mana nicht ausreichend. Ach, was du nicht sagst. Den holen wir uns.
mir kein Recht. Was weiß ich, was der alles dabei hatte. Keine Zeit für sowas. Die Kleinen sind ja nicht nervig. Okay, die Kleinen sind nervig, wenn zu viele sind, aber... Und jetzt war das nie der Fall. Deshalb... Ja. Komm, hier durch mit dem Feuer. Mal weg. Scheiß. So. Das ist so aggressiv. Bretter. Eine Truhe. Voll. Und irgendeine Haube. Ah, was ist denn mit euch? Quest abgeschlossen. Mehr kann ich nicht tragen. Quest abgeschlossen, sagst du? Na gut. Dann werde ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen, zumindest ein bisschen Spaß mit der Torchlight 2 Demo. Ich hatte auf jeden Fall massig Spaß. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Demo.